willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast 1a Strategien für passives Einkommen. Und ich habe heute den Matthias Daniel im Gespräch. Und der Matthias, der hat sich auf einen ganz speziellen Bereich spezialisiert. Im Übrigen, seine Zielgruppe sind Frauen in erster Linie, hat er mir verraten. Wir haben uns nämlich neulich mal persönlich kennengelernt bei einem Event. Da hat er gesagt, er macht das in erster Linie für Frauen und zwar ETFs. Habe ich gesagt, Matthias, ich habe gar keine Ahnung, worum geht es denn da? Und haben gesagt, dann nehmen wir doch direkt mal eine Folge zu auf. Da gibt es bestimmt ganz viele von euch, die sich damit auch noch nicht beschäftigt haben. In dem Sinne, Matthias, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Steffi, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, ich freue mich, ein bisschen Input zu geben zu ETFs. Ich habe sehr lange so deine Immobilienthemen angeschaut und ja, freue mich jetzt mega, dass ich vielleicht was zurückgeben kann in Bezug auf ETFs. Immer schön. Super, freut mich riesig. Also ich bin total gespannt selber. Also es ist für mich wirklich ein komplett neues Thema. Und ja, würde mich auch freuen, wenn jetzt ganz viele auch sagen, was ist das denn? Jetzt kriege ich aber ganz große Öhrchen und höre mir das mal an, was der Matthias da so zu erzählen hat. Also Matthias, magst du mal vielleicht erstmal den Begriff erklären? Was ist denn ETF? Für was steht denn das überhaupt? Also ETF steht für Exchange Traded Fund. Also das ist ein börsengehandelter Fondsanteil. Also jeder, der vielleicht einen Aktienfonds kennt, der den vielleicht schon mal gekauft hat über eine Bank oder so, der hat vielleicht erfahren, dass man diese Fonds immer nur einmal am Tag kaufen oder auch verkaufen kann. Da gibt es nur einmal am Tag einen Kurs, der wird von der Fondsgesellschaft dann publiziert und zudem wird dann gekauft oder verkauft, je nachdem, was du machen willst. Bei einem ETF ist es so, der wird fortlaufend an der Börse einfach zu den handelsüblichen Zeiten gehandelt und du kannst jederzeit bestimmen, wann du kaufst und verkaufst. Und ja, da herrscht natürlich viel mehr Liquidität in dem Markt als jetzt bei einem Fonds, den jetzt nur eine Bank betreibt. Von daher hast du da definitiv viel mehr Transparenz und Liquidität im Markt. Das heißt, im Endeffekt kann ich, also ich stelle mir das jetzt mal so vor wie auch eine Aktie oder ein Fonds. Also ich kann mir selber jetzt irgendwo bei einem Anbieter dann einen Account holen und kann dann bei einer Börse das kaufen oder wie läuft das ab? Genau, also in Deutschland gibt es so zwei relativ große ETF-Online-Broker. Das eine ist die Consorsbank, das ist eine BNP-Tochter und das andere ist die Comdirect. Und da kannst du einfach ein Depotkonto eröffnen. Ein Depotkonto brauchst du auch, wenn du jetzt einzelne Aktien kaufst, aber kannst auch für ETFs nutzen. Und ja, dann kannst du die entweder monatlich ansparen, diese ETFs, oder du kannst auch eine Einmalanlage tätigen. Wenn du jetzt sagst, du willst einen bestimmten Geldbetrag direkt investieren, dann kannst du das über eine Order machen, so wie eine normale Aktienorder. Oder aber auch, und das bieten diese zwei Broker, die ich dir jetzt gerade genannt habe, an, du kannst ab 25 Euro in relativ viele ETFs investieren und so monatlich einfach ja nachhaltig Vermögensaufbau betreiben. Und da eignen sich ETFs einfach brillant dazu. Also wie so ein Sparplan stelle ich mir das jetzt auch vor. Ne? Also entweder ich tue einmal ganz viel Geld rein oder ich sage, ich mache jetzt einfach so wie so einen monatlichen Sparplan, wo ich mir so nach und nach dann mein Depot aufbaue, oder? Genau, so ist es. Und du hast da damit den riesen Vorteil im Vergleich zur Einmalanlage, dass du den sogenannten Kostendurchschnittseffekt nutzt, also diese sogenannte Cost-Average-Effekt. Und das heißt, du legst einfach fest für dich, wie viel du im Monat ansparen willst. Und wenn die Aktienkurse hoch sind oder teuer sind, wie im Moment, dann kaufst du einfach weniger Anteile. Und wenn jetzt irgendwann mal, sag ich mal, die Preise nachgeben, dann kaufst du einfach mehr Anteile. Und das führt dann langfristig dazu, dass du einfach zu einem günstigeren Durchschnittskurs kaufst, als wenn du jetzt nur einen fixen Betrag investierst oder fix irgendwie jeden Monat eine gewisse Anzahl an Anteilen investierst. Da würdest du diesen Effekt zunichte machen. Deswegen immer einen fixen Geldbetrag nehmen und dann entscheidet der Marktpreis für dich, ob du jetzt bei dem Marktpreis viel kaufst oder wenig. Mhm. Ja, super. Mhm, perfekt. Und jetzt nochmal zurück zum Thema an sich. Was ist denn inhaltlich in diesem ETF drin? Also ich weiß jetzt zum Beispiel bei einer Aktie, da steckt im Endeffekt ein Unternehmensanteil da drin. Oder bei einem normalen Fonds, da stecken eben mehrere Aktien drin. Wie ist das beim ETF? Was ist da inhaltlich dahinter? Genau. Also beim ETF ist es einfach so, also es gibt aktiv gemanagte ETFs und passiv gemanagte ETFs. Und wenn ich von ETFs rede, rede ich immer von passiv gemanagten Fonds. Und passiv gemanagte ETFs, die haben zum Ziel, einen Aktienindex 1:1 abzubilden. Also viele kennen wahrscheinlich in Deutschland den deutschen Aktienindex. Da stecken 30 Unternehmen drin. Und wenn du jetzt einen ETF kaufst,
auf den DAX zum Beispiel, dann kaufst du mehr oder weniger den ganzen Index. Also du kaufst alle diese 30 Unternehmen oder du partizipierst an diesen 30 Unternehmen. Das heißt, du diversifizierst dein Portfolio schon mit einem sehr geringen Geldbetrag. Das heißt, wenn du normalerweise viel Geld bräuchtest, um jetzt all diese 30 Aktien zu kaufen, die haben alle unterschiedliche Kurse, da bräuchtest du schon relativ viel Geld. Und du müsstest auch viele Transaktionskosten bezahlen, weil jeder Aktientrade kostet dich ja was. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt Vermögensaufbau mit einem DAX-ETF betreiben, dann würdest du in diesen Index investieren und kannst schon für 25 Euro im Monat dort an diesem Index partizipieren. Das heißt, die Performance von diesem ETF spiegelt 1:1 den Index wider. Und das ist eigentlich das Charmante dran. Und der Vorteil an ETFs ist auch noch, viele denken ja immer, wenn ich einzelne Aktien kaufe und ja, dann analysiere ich da und ich pick mir die Aktien raus, die jetzt vielleicht besser performen als andere, dann habe ich eine bessere Performance. Und das hat sich eigentlich wissenschaftlich als Trugschluss erwiesen, dass aktiv gemanagte Fonds oder aktiv gemanagte Portfolios besser performen als passiv gemanagte Portfolios, zum Beispiel über sogenannte Indexfonds. Von daher brauchst du dir diese Zeit gar nicht nehmen, dich damit auseinanderzusetzen, sondern du musst für dich einfach die Entscheidung treffen, welche Indizes will ich denn in mein Portfolio haben, und dann kannst du die entsprechenden ETFs auswählen und sparst die dann monatlich an, oder wie gesagt, du kannst sie auch einmal investieren, wie du willst. Das klingt jetzt relativ entspannt, ne? So, als wenn man sich zwar natürlich wie bei jedem neuen Thema erstmal am Anfang damit beschäftigen muss, aber dann zum einen höre ich jetzt raus, wir haben eine tolle Streuung unserer Werte, und zum anderen, man muss jetzt nicht so ganz aktuell jeden Tag da am Ball bleiben, wie vielleicht bei Einzelaktien dann, oder? Völlig bei dir, und das ist eigentlich auch das Charmante an diesem Thema, was das auch wiederum für Frauen so interessant macht, weil Frauen, die haben oftmals gar nicht so diesen Drang, irgendwie ständig da dieses Auf und Ab zu beobachten oder zu analysieren, sondern die sagen einfach, okay, ich will ein Anlageprodukt haben, hinter dem ich stehe, das ich verstehe und das auch meine Renditevorstellungen, ja, das denen entspricht, und von daher schalte ich das dann auf Autopilot und guck mir dann an, wenn ich mir die Börse historisch anschaue, habe ich da im Durchschnitt 8% im Jahr über die letzten Jahrzehnte verdient, inklusive aller Crashs. Also warum soll ich das nicht auf Autopilot schalten und meine Zeit dann für die Dinge verwenden, die mir wirklich anderweitig noch Spaß machen? Matthias, du sprichst mir gerade aus der Seele. Also ich wäre jetzt genauso eine, ne? Wo ich sage, also ich finde das immer toll, wenn ich irgendwo relativ leicht mit den Dingen Geld verdienen kann, aber nicht allzu sehr da Experte werden muss, um da überhaupt irgendwie Fuß zu fassen. Also klingt super. Jetzt erzähl doch mal vielleicht, wie wählst du denn jetzt überhaupt da den richtigen ETF aus und wie viele sollte man denn da überhaupt nachher haben? Also das ist eine sehr individuelle Angelegenheit und entspricht auf jeden Fall auch so dem persönlichen Risikoprofil. Ja, damit kannst du jetzt nicht so viel anfangen vielleicht, das ist ein bisschen zu schwammig, aber also ich versuche, für mich ist das ein langfristiger Vermögensaufbau über mehrere Jahrzehnte. Das heißt, mich interessieren jetzt hier keine kurzfristigen Auf- und Abs an der Börse, sondern ich kaufe die Dinger und lasse die in meinem Portfolio liegen und die arbeiten für mich. Also die arbeiten für mich in zwei Formen. Zum einen partizipiere ich bei ETFs entweder an Dividendenausschüttung, also Gewinnausschüttung von den Unternehmen. Da gibt es ETFs, die auch wirklich diese Gewinne direkt ausschütten, also in Form von Cash. Und es gibt ETFs, die diese Gewinne wiederum sofort reinvestieren. Das heißt, wenn du jetzt langfristig Vermögensaufbau betreiben willst, dann eignet sich vielleicht eher, einen ETF zu kaufen, der die Gewinne thesauriert, also reinvestiert. Weil dann musst du dich nicht selbst wieder um dieses Anschlussinvestment kümmern, was wiederum Transaktionskosten zur Folge hätte. Und du läufst auch nicht Gefahr, dass du das Geld vielleicht verkonsumierst etc. Mhm. Je älter du dann vielleicht wirst oder wenn du, sag ich mal, an einen Punkt kommst, wo du sagst, du willst jetzt passives Einkommen aus ETFs generieren, dass die jeden Monat oder jedes Quartal, je nach Ausschüttungshäufigkeit, dann Gewinne ausschüttet, dann kannst du auch in ausschüttende ETFs gehen. Das kannst du am Anfang wählen. Also da gibt's, wie gesagt, es gibt eine ganz coole Homepage, da sind die alle drauf, die heißt justetf.com. Da kannst du einfach mal schauen, welche Indizes gibt's da, welche Währungen, welche Assetklassen. Also es gibt nicht nur ETFs auf Aktien, die gibt's auch auf Rohstoffe, die gibt's auch auf Immobilien. Sehr breit, ja. Und da muss jeder für sich einfach so rausfinden, was macht Sinn. Also was ich definitiv empfehle, ist breit zu streuen. Nicht jetzt irgendwie nur alles in ein Land
rein oder in eine Branche rein, sondern es gibt zum Beispiel so einen MSCI World Aktienindex, da sind 1600 Unternehmen weltweit drin. Ja, das ist für mich so ein ETF, wo ich sage, ja, mit dem kann ich nichts falsch machen, weil das sind die weltweit größten Unternehmen drin und da habe ich schon eine weltweite Risikostreuung und 1600 Unternehmen ist schon eine Bank. Ja, also da muss schon sehr viel passieren, dass die jetzt alle auf einmal pleite gehen, das ist eigentlich faktisch nicht möglich. Das heißt, mein Risiko ist da schon super gestreut. Ja, und dann hängt es davon ab, auch wo du gerade stehst in deinem Vermögensaufbau. Also ich sag immer, es gibt für mich drei dicke Töpfe im Vermögensaufbau. Es gibt so einen finanziellen Schutz. Das ist so wie so eine Art Notgroschen, ja, wo du irgendwie, sag ich mal, 6 Monate Cash hast, falls du deinen Job verlierst oder falls irgendwas passiert, dass du überbrücken kannst, ohne jetzt an deine Reserven gehen zu müssen. Wenn du diesen Topf voll hast, dann kannst du erst, finde ich, anfangen zu investieren. Dann solltest du dich erst mit dem Thema ETF auseinandersetzen, weil davor würdest du Gefahr laufen, wenn du jetzt in irgendwas investierst, der Kurs bricht ein aufgrund von, ja, Aktiencrash, whatever, dann müsstest du in der Phase, wo die Kurse nachgeben, deine Vermögenswerte verkaufen. Und das ist ja so das Horrorszenario, was viele Leute schon mal irgendwie, die so in ihrer Familie rumfragen, die mit Aktien irgendwie Erfahrung gemacht haben, das hält die davon ab, überhaupt an das Thema nochmal ranzugehen. Das heißt, ganz wichtig, keine kurzfristige Sicht auf die Dinge, wenn man in ETFs investiert. Das ist wirklich ein Langfristinvestment und da ist auch Geduld gefragt. Also Risikostreuung wirklich, ich würde da sagen, sehr breit streuen, definitiv in verschiedene Regionen der Welt. Also USA sollte da drin sein, Europa kann da drin sein, Asien, Pazifik und so weiter. Dann kann man auch, wenn man das Risiko dann höher nehmen will, kann man auch in verschiedene Branchen investieren. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt ein Verfechter der Digitalisierung, dann gibt es auch ETFs, die Automation und Robotics abbilden. Also wo dann wirklich nur in Unternehmen investiert wird, die genau dieses Thema ja, auf der Fahne stehen haben. Von daher muss man das wirklich gemäß dem eigenen Risikoprofil wählen. Und da ist man beim Thema Eigenverantwortlichkeit. Und das kann und will ich auch niemandem abnehmen, sondern das ist wirklich sehr individuell. Ja, nee, hast du auch vollkommen recht. Also genau wie bei Aktien oder auch bei ganz anderen Investments ist immer wichtig, dass man selber sich mit dem Thema auch identifizieren kann und auch in gewisser Weise schon zumindest ein Stück weit beschäftigen mag. Ne? Also ich habe jetzt eben so rausgehört, auch durch die verschiedenen Branchen, vielleicht kann da auch einfach jeder für sich dann mal überlegen, welche Branche interessiert mich, wo lese ich vielleicht sowieso auch mal Zeitschriften drüber oder irgendwelche Artikel im Internet oder so. So ähnlich stelle ich mir das jetzt vor, dass man da also auch Bereiche finden kann, die zu einem selber passen, ne? Weil es einfach so vielfältig ist. Absolut, und aber auch dort aufpassen, dass man nicht, wie man sagt auf Englisch immer so schön, do not take all eggs in one basket. Also nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern dort auch breit streuen. Also auch wenn man jetzt eine Favoritenbranche hat, weil man in der Arbeit, was weiß ich, wenn man in der Pharmabranche arbeitet, dass ich jetzt nur Pharma-ETFs kaufe, würde ich jetzt auch davon abraten, sondern wirklich eine breite Streuung über Länder, über Branchen hinweg. Ich denke, dann macht man da nichts falsch. Und also ich persönlich habe so ungefähr 15 verschiedene ETFs in meinem Portfolio. Und ja, ich baue das so sukzessive auf, weil ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich das Risikoprofil ein bisschen höher aufbaue und dann können da auch andere ETFs rein als bisher. Ja. Also. Und jetzt hast du von dieser Seite erzählt, wo man sich die Informationen herholen kann. Das ist ja schon mal eine Riesenhilfe, ne? Weil normal würde man ja jetzt überlegen, wie komme ich denn überhaupt an diese Infos heran? Aber wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn ich jetzt eben, also ich gehe jetzt einfach mal von mir selber aus, ich habe mich damit noch nicht groß beschäftigt, ich mache jetzt diesen Account, ja, bei einer der Banken, komme direkt zum Beispiel, habe ich jetzt den Account gemacht und sage, ich gehe jetzt auf diese Webseite. So, jetzt kann ich da dann ja schon so ein bisschen gucken, meinetwegen jetzt, ich sage jetzt, ja okay, mein erstes Thema wäre jetzt Immobilien. Ich will jetzt meinen ersten ETF im Bereich Immobilien finden. Wie gehe ich denn da vor oder wie muss man sich das so vorstellen? Wie kompliziert ist das oder dauert es lange, geht schnell? Das ist eine gute Frage. Also an der Stelle würde ich einfach mal sagen, sich einen Überblick verschaffen. Es gibt verschiedene Player da im Markt, was ETFs angeht. Da gibt es verschiedene Fondsgesellschaften, die diese Produkte anbieten. Zum Teil auch auf einen und den gleichen Index gibt es verschiedene Anbieter. So. Guck mir mal so ein paar Parameter an. Also das eine ist mal das Fondsvolumen. Wie viel Geld ist denn in diesem ETF drin? Und da habe ich so irgendwie so eine Benchmark, da sollten mindestens so 500 Millionen Euro oder Dollar Gegenwert drin sein, damit dieser Fonds auch wirklich eine Masse hat, wo ich sage, ja, okay, der wird jetzt nicht irgendwie gleich geschlossen. Ja.
dann sollte der Fonds auch schon eine Weile lang existieren, also aufgelegt sein. Also das sollte auch irgendwie ein Standardindex sein, den ich kenne, der jetzt nicht irgendwie nagelneu ist. Und dann gibt es da sogenannte Factsheets. Das heißt, auf dieser Homepage kann ich mich dann runterklicken und kann dann auf den jeweiligen Fondsanbieter klicken und kann mir dann detailliertere Informationen zu dem jeweiligen ETF herunterladen. Und dieses Factsheet ist eigentlich eine Zusammenfassung der Anlagestrategie des ETFs, auch der Kostenstruktur, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich auch genau sehen kann, wie hoch ist denn die Gesamtkostenquote von diesem ETF. Und da gibt es auch noch Unterschiede und da lohnt sich es auch drauf zu schauen, weil die Kosten sind am Ende vom Tag dann auch ein ganz wichtiger Treiber für die Performance. Und je größer ein ETF ist, je günstiger die Kostenstruktur ist, desto besser ist das für mich als Anleger. Bei ETFs muss man grundsätzlich sagen, ist die Kostenstruktur deutlich günstiger als bei allen aktiv gemanagten Fonds. Von daher ist man schon auf der richtigen Seite, dass man überhaupt mal, sage ich mal, Richtung ETFs abbiegt und nicht Richtung aktiv gemanagte Fonds. Das werden Banker anders sehen, weil Banker, die verdienen natürlich an ihren Provisionen, aber das soll mit ETFs nicht so aktiv beworben werden. Also ich glaube, auf der Homepage sich einen Überblick verschaffen, was gibt's da überhaupt, und dann sich einfach mal diese Factsheets runterladen. Und du hast es eingangs schon erwähnt, ich finde, was ganz wichtig ist, nicht jetzt blind in das Thema investieren, sondern sich erstmal von Grund auf mit dem Thema befassen. Was ist es überhaupt? Wie funktioniert ein ETF? Wie wird der abgebildet? Was macht die Fondsgesellschaft da genau? Und so weiter. Also ich halte jetzt auch nichts davon, einfach den Begriff ETF zu hören und dann sofort zu investieren, sondern für mich ist auch das Thema Investieren ist auch so eine Mindset-Frage. Du musst erstmal für dich ein Gefühl entwickeln, sind ETFs was überhaupt für mich? Entspricht es so meinem Naturell oder bin ich da jetzt nur so auf der Rendite-Gier und will jetzt einfach hier über Nacht schnell irgendwie Geld verdienen? Das funktioniert auch bei ETFs nicht. Also von daher, ich denke, bei Geld ist es grundsätzlich wichtig, dass man erstmal sich mit seinen eigenen Glaubenssätzen zum Thema Geld auseinandersetzt, auch die Überzeugungen, die man zum Thema Geld vielleicht hat, hinterfragt und so das Mindset zum Thema Geld aufbaut und dann auch in einem ersten Schritt vielleicht mal lernt, okay, wie schaffe ich es denn überhaupt, Geld bei mir zu behalten? Es ist ja nicht entscheidend, wie viel Geld ich verdiene, sondern wie viel Geld ich behalte. So, und wenn ich an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, ich weiß, dass Geld notwendig ist und dass Geld sehr wichtig ist und eine unterstützende Kraft in meinem Leben ist, und ich auch verstanden habe, wie ich Geld behalten kann, ich denke, dann bin ich erst qualifiziert dazu, zu investieren. Und das versuche ich auch in Zukunft meiner Community dann mitzugeben an die Hand, weil ich denke, der Grund oder das Grundübel, warum Leute desillusioniert, schwieriges Wort sind, vom Investieren ist, dass sie zu schnell in irgendwas reingehen, dann vielleicht unüberlegt oder ohne die notwendigen Fachkenntnisse investieren. Das wirst du vielleicht bei Immobilieninvestoren auch kennen. Und dann machst du eine schlechte Erfahrung und dann ist das Thema für dich irgendwie durch. Ja. Und deswegen auch dort wirklich mal das Thema auch von der Pike auf lernen. Ich kann da ein ganz gutes Buch empfehlen. Das ist, warte mal ganz kurz. Sehr gerne. Buchtipps sind immer sehr. Überwältigt investieren mit Indexfonds und der gute Herr heißt Gerd Kommer. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ich habe vor 15 Jahren zu dem Thema meine Diplomarbeit geschrieben und das war zu dem Zeitpunkt der Einzige, der irgendwie zu dem Thema was verfasst hatte. Also wer weiß, von was er spricht. Und das ist so eine Bibel, denke ich, das ist so eine sehr, sehr gute Einstiegslektüre zu dem Thema ETFs. Das könnte ich jetzt jemandem definitiv an die Hand geben, der jetzt sagt, okay, das hört sich für mich interessant an, damit will ich mich mal ernsthaft beschäftigen. Also bevor jetzt Depot eröffnen und sofort hier in die Vollen gehen, erstmal nochmal ein bisschen zurückgehen, mal ein bisschen Research machen, Fachwissen anlesen. Und wenn dann immer noch das Bauchgefühl gut ist und sagt, okay, ich will das machen, dann wirklich die Hebel umlegen und dann kann es losgehen. Mhm, finde ich super. Also klasse, Matthias, dass du das auch nochmal so hervorhebst, dass das Mindset natürlich auch passen muss. Ne? Also zum einen haben wir das Thema Vorbereitung, Wissen aneignen, eben zum Beispiel durch das Buch, was du gerade gezeigt hast, oder auch natürlich, du vermittelst ja dieses Wissen auch. Die Leute können sich es ja auch dann leicht machen und sich einfach jemanden, einen Experten suchen wie dich, der sagt, hey, pass mal auf, das ist genau mein Bereich, ich erkläre es dir. Aber eben auch das Thema Mindset, da reden wir auch relativ viel drüber, weil das eigentlich bei jeder Art von Einkommen, bei jeder Art von Business entscheidend ist, bei jeder Art von Beziehungen, das Mindset dahinter. Und du hast recht mit dem, das Geld auch behalten und das Geld nicht wieder verlieren. Und
auch das Thema, sich wirklich damit zu beschäftigen. Ich zum Beispiel habe selber bei mir festgestellt, bei der Kryptowährung, ne, da gab es ja diesen Hype vor einem Jahr ungefähr, habe ich dann auch gemeint, ja, also bei mir dauert das dann manchmal ein bisschen und ich steige da manchmal auch zu spät ein, wenn es Themen sind, in die ich mich eben nicht so richtig reinarbeite und reinlese. Mir ist es genau mit der Kryptowährung so gegangen, wie du eben beschrieben hast, ne, dass man dann einfach nur schnell, unüberlegt, unvorbereitet irgendwie was ausprobiert. Ja, und dann ist nachher das Gejammer groß, wenn man dann auf die Nase fällt. Also ich jammer jetzt da nicht so viel, aber mir ist es genauso gegangen. Deswegen finde ich super, dass du das eben auch nochmal ansprichst. Wie bist du denn, du hast jetzt gesagt, du hast deine Diplomarbeit vor 15 Jahren über das Thema geschrieben. Ich weiß gar nicht, vor 15 Jahren war das da schon bekannt? Also wie bist du denn dazu gekommen? Ja, also da muss ich eigentlich einem Professor von mir danken, der... der uns das Thema so ans Herz gelegt hat, der war relativ kritisch allen Bankdienstleistungen gegenüber und der kam selber aus dem Bankenbereich und zudem sein Anliegen war es eigentlich, uns dazu heranzuziehen oder ja uns das Wissen an die Hand zu geben, dass wir hinter jedes Finanzprodukt, das es da draußen im Markt gibt, einfach mal ein dickes Fragezeichen dahinter stellen und einfach mal dieses Produkt kritisch zu beleuchten, also wirklich zu verstehen, was steht denn hinter dem Produkt und wer hat ein Interesse, das Produkt zu verkaufen. Ja, und dann ist er auch auf das Thema ETFs gekommen und hat er uns gesagt, also er sieht da draußen im Markt, was Finanzen angeht, relativ wenige Innovationen. Aber er hat gesagt, ETFs ist wirklich eine Finanzinnovation, so muss ich sagen. Das Spannende an ETFs ist, dass vor allem institutionelle Anleger wie große Banken und Versicherungen in diese Produkte investieren. Und warum machen die das? Und warum machen die da keine Werbung dafür? Das sind schon zwei Faktoren, die sind relativ spannend. Warum machen die es? Ja, die machen es, weil es ein sehr effizientes Anlageinstrument ist, wo die auch ihre riesengroßen Fondsvolumen oder Anlagevolumen platzieren können. Ja, weil wenn jetzt jemand in eine Lebensversicherung investiert, bei der Allianz oder bei irgendeinem anderen Versicherungskonzern, dann sitzen die grundsätzlich auf sehr viel Geld. Ja, und das Geld muss irgendwie angelegt werden, damit die ja Investoren in so eine Lebensversicherung dann auch eine Rendite kriegen. Das Thema ist natürlich, die Versicherungsgesellschaft verdient gerne mehr Geld, als dass sie dann an die Anleger weitergibt. Von daher war das für mich so der Einstieg zu sagen, warum soll ich mir jetzt eine Lebensversicherung oder eine Kapitallebensversicherung zulegen, wenn ich eigentlich nur einen Sparvertrag und eine Risikolebensversicherung abschließe. Dann habe ich gesagt, den Sparvertrag kann ich über einen ETF selber machen und wenn ich eine Familie hätte, dann kann ich mir eine Risikolebensversicherung dazu kaufen. Ja, weil bei einer Lebensversicherung oder bei einer Kapitallebensversicherung verdient primär mal der Versicherungsberater über die Abschlussprovision. Die bezahle ich erstmal über ein paar Jahre hinweg, bevor ich überhaupt mal Geld verdiene. Das heißt, macht für mich keinen Sinn und so komme ich eigentlich auf das Thema ETFs. Das hat mich von Anfang an eigentlich fasziniert und völlig überzeugt, dass das eine Innovation ist, die ja für meine Altersvorsorge definitiv geeignet ist. Und nachdem ich sowieso schon immer mit Aktie und Börse gerne oder dass ich mich da gerne mit beschäftigt habe, war das so das i-Tüpfelchen, wo ich gesagt habe, cool, ich kann mit kleinen Anlagebeträgen mein Risiko streuen, kann nachhaltigen Vermögensaufbau betreiben, kann das auf Autopilot steuern, wunderbar. Und das mache ich jetzt seit 2004. Oh. Und das funktioniert wirklich. Du bist ja schon ein alter Hase. Das ist ja eigentlich direkt nach der Diplomarbeit hast du dann auch angefangen, oder? Genau, dann habe ich dann irgendwie meinen ersten Job gehabt und dann habe ich da angefangen, regelmäßig reinzusparen und das funktioniert wirklich. Also so diese ganzen Ammenmärchen, ja, Aktie 8%, das funktioniert nicht. Das funktioniert, ja. Und da waren auch zwischendurch mal ein paar Finanzkrisen darunter, ja. Und diese Performance ist immer noch auf dem Niveau. Also von daher ist es okay und das funktioniert. Man muss sich bewusst sein, dass an der Börse Kursschwankungen existieren, dass da auch mal vielleicht in naher Zukunft was passiert, wissen wir alle, dass die ganzen Märkte relativ hoch bewertet sind. Aber das tut für mich keinen Abbruch dran, an dieser Asset-Klasse oder an diesem Produkt zu zweifeln. Das Produkt ist für mich wirklich passend und ich habe da eine riesen Begeisterung dafür und kann wirklich nur jedem empfehlen, sich das zumindest mal anzuschauen und dann für sich die persönliche Entscheidung zu treffen, ist das was für mich oder eben nicht. Mhm. Ja, absolut. Ich denke auch, die Entscheidung muss jeder selber treffen. Aber dafür sind wir ja jetzt hier auch im Podcast da, dass wir einen ganz großen Blumenstrauß servieren. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass du dabei bist. Das ist einfach ein ganz tolles Thema. Und es hört sich auch jetzt wirklich so recht einfach erlernbar an,
wenn man sagt, ich habe eigentlich hauptsächlich einen ganz anderen Part, wo ich gefragt bin, ich habe meinen Job, ich habe vielleicht Familie und will einfach irgendwie nebenbei noch ein bisschen was machen, Vermögensaufbau, Altersvorsorge, super Sache. Wie bist du? Eine super Sache für Familien mit Kindern, ja, also wenn die sagen, okay, ich kriege jetzt hier Kindergeld für meine Kinder und habe das Privileg, dass ich davon was auf die Seite legen kann, könnte ETF spannend sein, ja. Und da kann man die Kinder dann auch mit reinnehmen und sie an die Hand nehmen und ihnen auch zeigen, wie funktioniert das. Nicht, dass sie dann irgendwann mal 18 sind, dann das Geld bekommen, dann kein Mindset zum Thema Geld haben und dann verprassen sie das einfach so, weil sie sagen, ja, das haben ja die Eltern für mich aufgebaut, sondern also kann man sich auch mal vielleicht im Hinterkopf behalten. Und da kommt ja auch der Faktor Zeit dann dazu, ne? Bis die Kinder dann mal groß sind, kann man eben tatsächlich, also ich höre das so raus, das ist auch was, was einfach langfristig gut funktioniert, wo man einfach immer wieder ein bisschen was macht, jeden Monat ein bisschen was investiert und über die ganzen Jahre läppert sich's dann natürlich, ne? Ja, schön. Das ist ein ganz guter Punkt, den du sagst. Also ETFs sind eigentlich ein hundelangweiliges Investment, weil du kaufst es einmal und du stellst es auf Autopilot und am besten nimmst du die Emotionen raus und guckst dir das auch gar nicht an, sondern du schaltest es wirklich auf Autopilot und das ist für manche Leute noch so ein bisschen, ja, da fehlt Männern vor allem häufig so ein bisschen der Anreiz. So, ja, die wollen halt einfach gern so ein bisschen zocken, ein bisschen traden und ein bisschen mit der Performance vielleicht in ihrem Freundeskreis auch Eindruck schinden und so weiter. Ja, aber das brauchst du gar nicht. Also von daher, nutz deine Zeit für andere Dinge, mach dir einmal Gedanken darüber, was ein ETF ist, leg dir deine Strategie zurecht, guck da vielleicht 1-2 Jahre mal drauf, ob es da was nachzuadjustieren gibt. Und dann kümmere dich um alles andere in deinem Leben. Also das ist das Schöne daran. Das perfekte passive Einkommen, Matthias. Wirklich perfekt. Also trifft bei mir genau den richtigen Nerv. Und ich denke auch, dass ganz viele unserer Zuhörer jetzt sagen, okay, wow, lohnt sich ja einmal, sich damit zu beschäftigen und einfach ja über Jahre, Jahrzehnte davon zu profitieren. Genau. Erzähl uns doch nochmal, was kannst du denn für die Menschen tun, die jetzt sagen, ja, finde ich jetzt, klingt total super, klingt echt interessant. Ich will da tatsächlich in das Thema jetzt mal reinschnuppern. Der Matthias ist doch ein total netter Typ. Was bietet denn der Matthias so an? Erzähl doch mal. Ja, was biete ich an? Also zum einen, ich habe es eingangs schon erwähnt, ist so meine Vision eigentlich, Frauen das Thema Geld ein bisschen näher an die Hand zu geben. Und nicht, weil sie irgendwie mit Geld nicht umgehen können, überhaupt nicht, sondern ich stelle so in meinem Bekannten- und Freundeskreis oft fest, dass vor allem Frauen so ein bisschen zum Thema Geld so ein bisschen gespaltene Einstellung haben. Also sie trauen sich nicht so richtig ran, weil sie irgendwie denken, ja, mir fehlt da die Erfahrung, das Wissen und dann vielleicht auch noch so historisch aus der Familie raus. Ja, das Geld hat ja immer der Papa gemacht und die Mama hat sich damit nie beschäftigt. Und von daher ist es irgendwie so im Unterbewusstsein auch bei den Frauen zum Teil ein bisschen vorbeigegangen, ist zumindest mein Eindruck. Also ich mag da jetzt niemanden auf die Füße treten, der das anders sieht, aber das ist so das, was ich so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis mitkriege. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das Thema wirklich so präsent ist, und das hat mir mein Freundeskreis auch bestätigt, die haben gesagt, eigentlich bin ich mir bewusst, dass Geld wichtig ist, aber mir hat es niemand richtig beigebracht und deswegen habe ich kein Interesse dran bisher. Und wenn sie jemanden hätten, der ihnen das beibringen könnte, dann wären sie da gerne offen für. Und dann habe ich einfach gesehen, okay, da ist zum einen Bedarf da. Und dann, jetzt stellt sich die Frage, warum will ich jetzt das für Frauen machen? Ja, und dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, ja, mit wem will ich denn eigentlich zusammenarbeiten, wenn ich jetzt so von auf dem weißen Blatt Papier mir meinen idealen Kunden vorstellen kann? Dann habe ich gesagt, okay, ja, das sind eigentlich Frauen so Mitte 30, die irgendwie in ihrem Leben nochmal voll durchstarten wollen. Also die jetzt schon irgendwie länger einen Angestelltenjob gemacht haben, die jetzt vielleicht an einem Punkt sind, wo sie merken, ja, das mache ich jetzt schon irgendwie ein paar Jährchen und das will ich auf jeden Fall nicht bis zur Rente machen. Ja. Und für die Leute will ich einfach was zurückgeben an der Stelle, dass denen einfach erstmal so das ganze Thema Umgang mit Geld, Mindset-Entwicklung in Bezug auf Geld an die Hand gebe. Und wenn das alles da ist als Fundament, dann eben auch drauf aufbauend das Thema Investieren zeige. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich kann das Thema, ich habe das Thema Geld-Mindset schon verinnerlicht und habe mit Eva und mit Steffi da schon relativ viel gemacht und da bin ich schon sattelfest, dann kann ich euch an die Hand geben, da werde ich mit Videokursen relativ bald starten, wo ich das Thema ETF-Investments einfach von Grund auf erklären möchte. Also da werde ich habe das nicht neu erfunden, das mag ich auch gleich dazu sagen, sondern ich habe einfach sehr viele Wissensquellen mir über die Jahre angeeignet, habe mir da viel angelesen, habe da auch ein Netzwerk dazu und all diese Inputs, die ich jetzt über die Jahre gesammelt habe und die Erfahrung, die möchte ich in den Kurs reinpacken und
sodass dann wirklich auch Frauen sich mit dem Thema Börse, Aktien oder in dem Fall ETFs auseinandersetzen und da wie so ein Kochbuch an die Hand kriegen, wo sie sagen, okay, wenn ich das befolge, dann kann ich ein ETF-Investor werden und kann Geld langfristig so zu so einer unterstützenden Kraft in meinem Leben machen, die mir halt auch das Thema berufliche Veränderung vielleicht ermöglicht oder mir einfach ermöglicht, dass ich vielleicht irgendwie mein Zeitpensum runterschraube und mich vielleicht mit Dingen beschäftige, die so wirklich meiner Leidenschaft entsprechen. Das ist so meine Herzensangelegenheit. Also mir geht es jetzt nicht nur hier um Renditeoptimierung, sondern wirklich, mir ist es einfach ganz wichtig, dass Leute verstehen, dass Geld immens wichtig ist, um überhaupt eine gewisse Art von Freiheit und Unabhängigkeit im Leben zu haben. Und ich bin selber extrem freiheits- und unabhängigkeitsliebend. Und für jeden, den das interessant ist, hätte ich, denke ich, was anzubieten. Ja, tolle, ganz tolle Vision und Mission. Finde ich ganz klasse. Also freut mich riesig, dass du dabei bist. Ja, klasse. Das heißt, im Endeffekt können wir dann bei dir zukünftig tatsächlich Schritt für Schritt einfach lernen, wie es geht. Wir können also im Endeffekt damit von A bis Z bis zu unserem ersten Kauf komplett alles abbilden und dann einfach langfristig das Wissen für uns verwenden, um damit dann unser ETF-Vermögen aufzubauen, Altersvorsorge zu betreiben, für unsere Kinder ein bisschen was aufzubauen, wie auch immer. Jeder hat ja da so seine eigenen Wünsche und Vorstellungen und Ziele. Ja, und mir ist auch ganz wichtig an dem Thema, wenn es um das Thema Geld geht, das Thema Geld ist für mich auch sehr, sehr stark mit Lebenszielen verbunden. Das heißt, die Frage stellt sich ja, warum spare ich jetzt das Geld an und was will ich denn in meinem Leben noch? Und für mich ist es wichtig, dass man dort auch an den Punkt kommt und sagt, hey, was will ich in meinem Leben und was kostet mich das, was ich jetzt eigentlich will? Und dann setze ich eigentlich mir ganz konkrete finanzielle Ziele und dann kann ich einfach entscheiden, mit welcher Anlageklasse erreiche ich denn diese Ziele am besten oder was entspricht mir da am meisten? Also das ist mir an der Stelle auch noch extrem wichtig, ja, weil jetzt nur Geld aufzubauen und sich dann irgendwie materielle Wünsche zu erfüllen, das ist nicht mein Anspruch und das ist auch nicht so meine Vision. Also ich denke, es kommt jeder irgendwie an, also ich bin auch bei mir an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass materieller Wohlstand nicht zwingend glücklich macht, ja, und es ist viel wichtiger, dass man Dinge macht, die einem Spaß machen und für die man vielleicht auch andere Leute begeistern kann oder anderen Leuten was zurückgeben kann. Und ich glaube, dazu ist Geld einfach extrem wichtig, um einfach diese Freiheit und sich die Zeit erkaufen zu können, sowas zu machen. Und ja, wie gesagt, ich bin niemand, der jetzt irgendwie nur auf die materialistische Schiene gehen will und sagt, ich helfe dir dabei, Vermögensaufbau zu betreiben, damit du dir dann irgendwie eine Luxusvilla, ein Porsche und eine Yacht kaufen kannst. Das ist überhaupt nicht meine Welt, muss ich sagen. Triffst du genau den richtigen Nerv bei mir. Ich sehe das ganz genauso. Das große Warum dahinter, das muss irgendwie stimmen. Und ich habe zum Beispiel selber festgestellt, wenn mir das große Warum dahinter fehlt, dann funktioniert irgendwie alles, was ich anpacke, nicht so richtig. Während wenn das große Warum stimmt, und das ist meistens tatsächlich, also bei mir zumindest, wenn ich jetzt für mich spreche, ist es so, das hat in der Regel gar nicht mit dem Geldverdienen an sich zu tun, sondern mit dem, was habe ich denn dann, wenn ich das Geld habe? Ja, dann habe ich Freiheit, dann kann ich mit den Menschen, die mir wichtig sind, einfach was Schönes erleben oder einfach irgendwo hinfahren oder die einfach einladen oder was auch immer. Ja, also so eher so, genau, das große Warum dahinter. Das finde ich total schön, dass du das noch ansprichst. Ja, jetzt sind wir schon relativ weit in der Zeit fortgeschritten. Hast du denn irgendetwas, was du noch den Leuten mitgeben möchtest, bevor ich dann noch dein Geschenk verraten werde, damit uns jetzt hier alle noch ganz gespannt weiter verfolgen? Du hast noch ein Geschenk mitgebracht, aber hast du noch etwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch den Zuhörern mit auf den Weg geben, was wichtig wäre? Also das ist jetzt mehr so eine philosophische Sache, die ich da vielleicht auf den Weg gebe. Das ist einfach, nutzt Geld, um das als unterstützende Kraft in eurem Leben zu machen, damit ihr die Dinge tun könnt, die euer Leben bereichern und die wirklich eurer Leidenschaft entsprechen. Und mir ging es selber so noch vor ein paar Jahren, wo ich gemerkt habe, hey, ich weiß so gar nicht richtig, was ich will. Und irgendwie so dieses Hamsterrad, ja, hat mich nicht mehr so wirklich glücklich gemacht. Und mir hat so irgendwas gefehlt. Und dann habe ich einfach auf den Weg gemacht und gesagt, was will ich überhaupt in meinem Leben? Und jetzt merke ich so langsam, ja, setzt sich dieses Bild zusammen. Und an der Stelle einfach für jeden, der jetzt im Moment so da noch nicht richtig weiß, wo es hingeht. Ich denke, mit dir, Steffi, und mit der Eva im Rücken gibt es da sicherlich, zeigt ihr auch Alternativen auf, die so zum klassischen Angestellten-Dasein oder zur Einkommensgenerierung da sind. Guckt euch das an und setzt euch vor allem
mit euch selbst auseinander, was ihr in eurem Leben wollt, weil das Leben ist so kurz, es ist zu schade, um jetzt irgendwie einer Tätigkeit nachzugehen, die dauerhaft keinen Spaß macht. Und dort ist es einfach wichtig, dass man das Thema Geld von Anfang an mit ins Kalkül zieht und nicht jetzt irgendwie so aus einer Laune raus vielleicht oder aus einer Frustration, dass man einfach hier weg, da weg den Job kündigt und sagt, ja, das kommt dann schon alles gut. Nee, sondern das Ganze einfach so ein bisschen mit Geduld und auch mit einer gewissen Struktur angeht. Und ja, also das würde ich so als persönliches Schlusswort irgendwie so gerne mitgeben. Absolut schön. Hast du total schön gesagt und ja, ich bin da voll und ganz der gleichen Meinung. Auch gerade das fand ich jetzt sehr gut, dass du nochmal gesagt hast, jeder muss für sich selber so seinen Weg finden, ne? Das, was für ihn richtig ist. Weil ich stelle immer wieder fest, viele sind sehr viel am Vergleichen und gucken, was machen denn andere und was macht man denn gerade so für gewöhnlich. Und ich glaube auch, das ist nicht der richtige Weg, sondern erstmal in sich selber reinhören, gucken, was passt zu mir, was bin ich wirklich für ein Mensch und dann dazu passend entsprechend sich das Richtige suchen. Das ist heute nicht mehr so leicht in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl, weil wir sind in so einer Vergleichsgesellschaft und da erfordert es auch, dann sind wir wieder beim Thema Mindsets und dann schließt sich der Kreis. Es gehört auch ein sehr starker Mindset dazu, vielleicht eine eigene Meinung zu vertreten, die jetzt nicht mit der breiten Masse übereinstimmt. Und dieses Rückgrat aufzubauen, ist auch wieder das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, das ist auch für das Thema Geld ein entscheidender Erfolgsfaktor. Von daher ja, kann ich nur so bestätigen. Ja, bin ich voll und ganz bei dir. So, jetzt haben wir noch ein Geschenk versprochen. Du hast nämlich was mitgebracht. Das kann jeder, der jetzt sagt, wow, super, ich will jetzt anfangen, mich damit zu beschäftigen. Und ja, der Matthias, der schenkt mir da ja was, der kann das bei dir anfordern. Und zwar per E-Mail. Die E-Mail-Adresse werden wir natürlich verlinken. Für die, die jetzt nur zuhören und sich es irgendwie merken können, matthias.daniel, Matthias mit nur einem T und einem H dahinter, matthias.daniel@icloud.com. So, wenn ich da jetzt eine E-Mail hinschreibe, Matthias, was passiert dann? Was kriege ich da für ein Geschenk? Ja, dann habe ich mir überlegt, ja, wie können wir das Ganze, was wir jetzt irgendwie so in dem Podcast-Interview besprochen haben, irgendwie so in eine kleine Checkliste überführen. Und da habe ich einfach mir überlegt, okay, das ist eine Checkliste, wo einfach 12 Tipps draufstehen, wie du ab sofort 10% von deinem Nettoeinkommen sparst. Und wie Spontankäufe ab sofort der Vergangenheit angehören. Also das war bei mir so ein Knackpunkt am Anfang, das Thema Spontankäufe. Und da habe ich so ein paar Tipps reingebastelt. Ich denke, die können helfen. Die helfen mir auch, wenn ich mich dabei ertappe, dass irgendwie so wieder dieser Mindfreak da oben mal sagt, ah, willst du nicht da was kaufen spontan? Dann zücke ich diese Liste und dann hilft mir das in den meisten Fällen davon Abstand zu nehmen. Von daher, jeder, der da Interesse hat, gerne mir eine E-Mail schreiben, kriegt die Checkliste natürlich als PDF und ja, freue mich dann, dass die dann vielleicht auch entsprechend Umsetzung findet. Und 10% Nettoeinkommen sparen ist der Einstieg, aber das geht natürlich auch noch viel weiter nach oben. Aber es ist ein Prozess. Ja, aber es ist der perfekte Einstieg und überhaupt erstmal das Mindset, sich auf das Thema so ein bisschen einzustellen und auch eben diese finanzielle Bildung so langsam immer mehr verinnerlichen. Also finde ich auch eine ganz, ganz tolle Sache, einfach da schon beim allerersten Schritt bei den Vorüberlegungen anzufangen und tatsächlich da erstmal das Mindset richtig einzustellen. Also vielen, vielen Dank schon mal im Namen aller Zuhörer, dass du dieses Geschenk mitgebracht hast. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Ich sag nochmal die E-Mail, wie gesagt, wir verlinken sie auch, aber für alle Autofahrer oder U-Bahn-Fahrer, die uns jetzt gerade hören, Matthias mit einem T und einem H dahinter, daniel@icloud.com. Also schreibt dem Matthias einfach eine ganz einfache kurze E-Mail und er schickt euch dann die Checkliste zu. Ja, Matthias. Ja. Also ich glaube, von dir werden wir dann noch ganz viel hören. Ja, auch sobald dann der Videokurs rauskommt, denke ich, dann werden wir dich auf jeden Fall weiter verfolgen und das mitbekommen. Und ja, da wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute dafür. Und ich denke, du wirst auch ganz viel Spaß haben, ganz tolle Leute darüber kennenlernen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher und bestimmt auch die Welt dadurch wieder ein Stück besser machen. Da freue ich mich ganz riesig. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, auch an alle Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart heute wieder bei dieser ganz besonderen Folge mit einem ganz neuen Thema, ETFs. Und ja, alle Männer, alle Frauen, die heute zugehört haben, ich denke, wir haben ganz viel mitnehmen können. Ich habe selber auch ganz viel gelernt. Matthias, in dem Sinne, ganz lieben Dank. Ganz herzlichen Dank, Steffi, dir für die Einladung. Hat mich riesig gefreut und hat Spaß gemacht. Danke dir.
kann ich absolut zurückgeben. Mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Gell? Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Und allen noch einen schönen Tag. Danke dir. Ciao, Steffi. Ciao.